Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 in einer neuen Ausnahmesession. Ja, ich weiß, bla bla bla, neue Aufnahmesession. Das heißt also wieder, ich habe keine Ahnung, wo ich zuletzt war. Beziehungsweise doch, jetzt weiß ich es wieder. Aber ich weiß nicht, was ich zuletzt machen wollte. Und das Ding ist, ich kann halt nicht immer so lange Aufnahmesessions machen, weil ich halt wenig Zeit habe. So. 20 Schuss. Alles klar, wir gucken einfach mal. Oh Scheiße, wie ging das alles nochmal? Es geht wieder los. Karte. Daten. Versorge der Tropen, sichere die Ernte der Siedlung in Somerville Place. Wo ist das? Wo muss ich dafür hin? Jetzt habe ich gerade eine Idee. Entweder, ja. Die Aufnahmesession wird darum drehen, wie ich von da oben bis da unten hin laufe. Wo ich halt einfach einiges entdecken werde. Oder ich porte direkt hin und mache die Quest. Das überlege ich gerade. Ich habe schon Bock, irgendwie hinzulaufen, ne? Einfach mal zu gucken, was man so unterwegs so trifft. Was man so erlebt. Komm, machen wir mal. Ich schaffe das. Scheiß auf das Porten. Die laufen da jetzt runter. Boah. Das wird, glaube ich, ewig dauern. Aber wir machen es einfach. Aufregend, all das doch ist. Das ist genauso. So, meine Wachtürme stehen auch. Wie sieht das eigentlich von außen aus? Also, wenn man so darauf gerade zukommt. Er stand da gerade. Achso, das ist die Statue. Naja. Schäbig. Sag mal, naja. Dann wollen wir mal. Müsste ich aber öfters auf die Karte gucken. Also, oh Gott, ist das hell. Ich laufe jetzt erstmal den Weg die ganze Zeit lang und halte mich erstmal rechts. Bis ich hier im Whiten Pot bin. Alles klar. Dumm, die dumm. Ist hier irgendwas? Hier habe ich den Hund damals getroffen. Unsere kleinen Dogsmeat. Weiß es. Ich glaube, da waren letztes Mal, also ganz am Anfang, waren da so Viecher, die da rumgeschwirrt sind. Texturen aber nachladen. So, links oder rechts? Ich habe zwar gesagt rechts halten, dann halte ich mich auch rechts. Vögel. Das Motorrad sieht das aus, als würde man damit fahren können. Fast. Eine Kirsche. Rekrutierungssignal verloren. Wer war das? Oh, hallo. Wo ist das Vieh? Also eh ist ein Name. Ja geil, hat was gemacht. Der ist explodiert. Das ist einer.
zugreifen. Ich habe zugegriffen. War nicht auch nur einer? Wo ist einer? Einfach alles mitnehmen, hör mal, alles mitnehmen. Kann man gut zerstören und so. Was hat Cody gemacht mit den Leuten hier? Hat die auch auseinandergesicht. So, Arm ab. Tja. Ich sag's immer, ne? Lieber Arm dran als Arm ab. So, ich muss in die Richtung weiter. Fällt gerade auf, ich habe den Zettel gar nicht mehr, wo ich aufgeschrieben habe, welche Skills ich als erstes skillen will. So, wir gehen jetzt erstmal durch den Grumbling Diner, also nach links rum. Ist das nicht normalerweise ein Tier vom Händler? Frage, warum rennt er? Zweite Frage, wo ist der Händler? Ich hätte ihn eigentlich erschießen können, alles mitnehmen können, ne? Aber ich bin ja nicht so. Haben wir nichts getan? Aha. Easy. Rechts oder links? Ich laufe links. Auch so will ich die looten hier. Ah, die Riders machen hier ihre Runde. Es leckt gerade ein bisschen. Und wie viel? Es ist noch konstant auf 30. Hä? Achso. Aktiviert weiter geht's. Alter. So, Weggabelung, wo lang laufen wir? Das ist gar keine Weggabelung. Einfach krass weiterlaufen. Große Stadt. Und es wird Nacht. Oh nö. Kommt jetzt ein Dingsturm? Scheiße. Ein Atomsturm kommt jetzt. Das ist ein Atomsturm. Das wäre ganz cool, wenn ich irgendwo ein Häuschen hätte oder sowas. Wo ich den kurz unterziehen könnte. Legs.
Okay, das war ein kurzer Sturm. Rüstungswerk kommen wir ruhig gerade nicht. So, der Sturm war echt kurz. Also, wo bin ich gerade? Gut. Ich muss auf jeden Fall irgendwie rechts rum. Also, wir spielen rechts rum nach da, also. Das macht ja gar keinen Sinn. Na, fast. Komm ich auf die Autobahn drauf? Das wäre irgendwie cool. Juhu, ich bin drauf. Hä? Wo? Wo? What the fuck? Was war das? Ich laufe erstmal weiter. Ich glaube nicht, auf dass sie auf meiner Höhe sind gerade. Irgendwer kämpft auf jeden Fall gerade. Unter mir ist jemand. Okay, der kann mich eh nicht erwischen. Ich muss allerdings in die Richtung. Komme ich da irgendwie rüber? Ich finde die Welt irgendwie geil, obwohl sie zerstört ist. Militärfrequenz AF95 gefunden. Ich glaube, da hinten komme ich nicht rüber, ne? Ja gut, vielleicht lädt da noch was nach. Da geht's unten weiter. Oh fuck. Scheiße. Och nö. Shit. Oh, Moment, ich weiß, was ich mache. Nur mal kurz hier schnell speichern. Wo? Links. Okay, ich mache hier kurz schnell speichern, wenn ich sterben sollte. Was ich auch getan habe. Alles klar, okay, das war zu hoch. Lalala. Gut, du hast dich gespeichert. Oh, geiles Ding. Dramatische Musik setzt ein. Ohne Grund. Toll, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Oder Moment. Wir gehen aber geradeaus weiter. Vielleicht geht es ja irgendwann nochmal wieder rechts rum dann. Wenn du dazu sagst, zu gefährlich. Nachher bleibe ich da hängen und dann falle ich wieder runter.
Hey, ich bin hier, Kotzi. Es scheint so langsam runterzugehen, das ist auch nicht so schlecht. Ach, das ist glaube ich das Luftschiff vom Dingens, ne? Von der stählernen Brüderschaft. Der ich ja auch irgendwie angehöre. Scheint immer noch zu hoch zu sein, ne? Oh ja, mein Lieb ist hoch. Alter Schwede. Aber es geht ja nach rechts. Wie gesagt, aber ich komme da gleich schon wieder nicht rüber. Komme ich dann gleich irgendwie runter? Wäre schon extrem scheiße, wenn nicht. Fahrstuhl oder so, wäre ja ganz cool. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Okay. Scheiße. Sprung ist kalte Wasser. Ist glaube ich nicht so gut. Okay, machen wir das anders. Ich bin jetzt da. Und porte dahin. Ja. Das ist ja nicht ganz so weit. Und nachher bin ich wieder vor der Bahn. So. So, wenn lange Port. Stückchen Kaffee. So, weiter geht's in die Richtung. So kann man es auch machen. Ich will zwar ganz hinlaufen, aber ich will nicht unbedingt zu viel Zeit verlieren, ne? Während ich hier gerade langlaufe, überlege ich schon, wie ich diese Folge nenne. Und ich weiß es immer noch nicht. Es kommt noch immer noch ganz drauf an, was noch passieren wird jetzt hier. Oh. Ich höre nicht nur, ich sehe sogar Schüsse. Was? Wo? Wo kommt der denn in die Hölle? Alter Schwede. Wer sagt das? Was? Ich bin doch nur auf Durchreise, lass mich in Ruhe! Hey. Fuck! Granate oder sowas? Ne, wahrscheinlich nicht ausgelegt gerade. Ergib dir! Ein schöner Abend für eine kleine Prügelei! Prügelei? Ich komme gerade erst in Fahrt! Da, wer sich mit mir einlegt? Schlechte Karten! Oh! Okay, bin ich jetzt schon so übermächtig? Ist. Soll ich jetzt da reinkommen? Warum stirbst du nicht endlich? Warum hältst du nicht deine Fresse endlich? Wo bist du denn? Ach, lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit für dich, du Opfer. Jupiter!
the heck? Du meine Güte, das klang nicht gut. Sollten wir nicht nachsehen, ob jemand Hilfe braucht? Was war das denn? Was ist denn da? Wen? Doch, ich hasse diese Viecher, ne? Ja, geil. Wann habe ich mich eigentlich geheilt? Oder war ich das aus Versehen? Ah ne, beim Level Up werde ich wahrscheinlich. War ich nicht. So, Abschlussstelle. Speichern nochmal. Aber es. Das war ich. Aber das ist genau das, was ich meine, weißt du? Hinlaufen und dann erlebst du einfach was. Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Hey Mann, das bin doch nur ich. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Ja, komm. Wenn du dich traust, lass mir hinterher. Ich will jetzt erstmal dahin, wo was abgestürzt ist. Das war aber, glaube ich, weiter hinten, ne? Hey, wo war das denn ganz? Oder laufe ich schon wieder komplett falsch? Da hinten ist es. Fuck. Ich hoffe, hier ist irgendwo eine Brücke. Wer bist du? Hey, Kumpel. Willst du dir ein paar Kronkorken verdienen? Klar. Klar. Dann habe ich Arbeit für dich. Ich weiß von einer Absturzstelle. Großer alter Vogel. So viel Schrott wäre dem richtigen Käufer einiges wert. Das Problem... Ein paar Raider haben sich dort verkrochen. Hilf mir, sie zu vertreiben. Dann kriegst du einen Anteil des Profits. Wie klingen 50 Kronkorken? Wäre das okay? Ach komm, es muss sich schon lohnen. 100. Wie viele Raider? Weiß nicht. Hab aufgehört zu zählen, als sie geschossen haben. Vielleicht 8 oder 10. Und? Bist du dabei oder nicht? Bin dabei. Also gut. Da ist ein kleiner Kamm südlich der Absturzstelle. Wir treffen uns dort, dann machen wir sie zusammen platt. Moment. Nur kurz in diese Quest reinpacken. Wer ist denn die Quest? Da hinten? Die Absturzstelle ist doch da ganz hinten. Oder ist sie doch in die Richtung? Ich laufe erstmal hin. Ach ja, ich habe ein Level Up. Machen wir das erstmal. So, aber was level ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ausdauer. Deine Verdauungstrakt hat sich an den Eingaben der Söhler angepasst. Du nimmst weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Was ist das hier? Du bist die Vitalität in Person, erhält sofort plus 20 maximale Gesundheit. Ist auch erstmal nicht so schlecht, ne? Ein bisschen tanky sein.
Nein, nehme ich mal, komm. Kann ja auch nicht schaden. Ist denn das Ganze? Das ist eine ganz andere Abschlussstelle. Aber dann mache ich das doch erst später. Das ist was ganz anderes. Kommen wir nur zurück. Ich mach doch das und das kurz weg. Das ist eine ganz andere Abschlussstelle da hinten. Auch später machen. Wollte ich da nicht hin? So, eigentlich wollte ich gucken, ob es da gleich eine Brücke rüber geht. Jo, ich muss auch weiterlaufen und dann nach links, alles klar. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das die Abschnitt. Na egal. Komm, ich mach den alten Auftrag wieder. Ich werde das schon irgendwann erfahren, was das war. Heutzutage nur noch und die Kunst. Ob sich das wohl irgendwann ändert? Na klasse. Nochmal so. Volltreffer. Es geht auch hier leicht nach rechts, dann kann ich auch da lang laufen. Kein Feind. Aber schön andere Feinde.
Mann, ey. Ich hab kaum noch Muni für die Scheißwaffe. Ich geh die mal looten eben. Ja, den Hund erstmal looten. Ja, das braucht er bestimmt nicht mehr. Ah, ich bin so der verwirrt gerade. So. Steigen wir hoch zum Looten. Ja. Das ist doch geil. Ey, ich will nicht bewegen, ich will den Looten hören. Ja. Ist da sonst noch irgendwas? Ne. Okay. Damit ist diese Folge erstmal beendet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Ob man bereit ist oder nicht. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Die entscheidende Frage ist: Würdest du dein Leben für deine Mitmenschen aufs Spiel setzen? Auch wenn es sich dabei um Sims handelt. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Das ist der wahre Feind. Nicht die Raider, nicht die Supermutanten. Nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht schießen, um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Das ist doch lächerlich. Ich will die Wahrheit, McDonough. Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Und die gemeinsame Zukunft zu bestimmen. Du bist ein Mann ohne Zeit. Aber nicht alles ist verloren. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Also wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du dir nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich.